Willkommen zurück zu Pokémon Silber. In der letzten Folge haben wir Hartwig easy peasy erledigen können. Haben nun unseren fünften Orden, wie man hier schön sehen kann. Hier sehen kann. Links kann man es auch nochmal sehen an der Leiste, an der Tabelle. Und wenn man ihn besiegt hat, kriegt man von dieser Lady eine Belohnung. Da ist das Meer überquert, um hierher zu kommen. Das war sicherlich einfach, aber das habe ich dir ja schon erzählt. Besieg mal den Typen in der Arena. Hast du schon? Dann soll dir diese VM gehören. Bring deinen Pokémon Fliegen bei. Du kannst dann sofort in jede Stadt fliegen, die du bereits besucht hast. Mein Mann hat gegen dich verloren, also muss er härter trainieren. Was ein Waschlappen. Das ist auch gut so. Er hat in letzter Zeit etwas Speck angesetzt. Ja, danke, das wollte ich nicht wissen. Wir haben jetzt Fliegen. Doch ich glaube, ich habe niemanden, der Fliegen erlernen kann. Kann das sein? Oh, bitte nicht. Tu mir das nicht an. Auch hätte ich mir mal irgendwo so ein Taubsi oder einen Hutgut gefangen. Ja, jetzt müssen wir zurücksurfen. Da ich aber gerade kein Wasser-Pokémon dabei habe, muss ich kurz zu meiner Box. Denn ich will dort etwas haben. Im Pokémon-Lagersystem gibt es ein Teammitglied, das nennt sich Krabby und das brauch ich jetzt ganz dringend, yeah. Modri, hau ab, dich brauch ich nicht mehr. Ich brauch nur mein Krabby. Tru, 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 tru. Dann können wir zurücksurfen. Oh yeah. Aber ich glaube, ich mache eine kurzen Cut oder was auch immer. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt zeigen will, wie ich hier zurück. Ups, wie ich hier zurück surfe. Wollte ich gar nicht, bin rauszusehen, ausgerutscht. Sorry. Hier sieht man übrigens eine der vier Inseln. Da sind wir auch vorbeigeschwommen, habe ich aber nicht wirklich gezeigt. Aber ja, hier sind allgemein vier Inseln. Habe ich gegen dich gekämpft? Gut. Sonst würde ich das nachholen. Und hier kann man leider nicht durch, wenn man es versucht. Schubst einen wieder raus. Das ist für später. Ich habe auch gekämpft, aber wir werden angerufen. Mike, guten Abend, ich bin's Tom. Hast du bitte Zeit? Nein, habe ich nicht. Lass mich in Ruhe. Punkt, Punkt, Punkt. Das sagt dazu, dass ich ihn einfach sitzen lasse. Tja, Pech. Wenn er mich in meiner Pokémon-Saison stört, dann ist das seine Schuld, nicht meine. Und da sind wir auch schon wieder angekommen. Haben wir dich schon besiegt? Hoffentlich. Natürlich. Kurz verändern noch mal ein Pokémon, aber das reicht jetzt. So, und da wir jetzt die Trümmer haben, können wir übrigens die hier kaputt machen. Machen wir es mal. Vielleicht kriegen wir irgendwas. Oh, ein Pokémon-Kampf. Wer könnte es sein? Okay, das wusste ich wirklich nicht, dass man die Krabby finden kann. Ich habe jetzt mit einem Kleinschein gerechnet. Und nicht mit einem Krabby. But okay. Why not? Also verreckt instant. Nein, natürlich nicht. Er muss mich natürlich noch angreifen, aber er ist down. Bisschen extra Erfahrungsmodul kann man sich halt gönnen. So, was haben wir hier drunter? Schon ein Item. Item? Nichts? Hallo? Item! Item! Das ist nichts. Wow, da war einfach nichts. Stellt euch vor, ihr zerbrecht einen Felsen und darunter ist einfach nichts. Nicht mal ein Käfer. Hier ist auch nichts. Hä? Normalerweise kriegt man Items, wenn da nichts kommt. Weird. Das ist sehr seltsam. Lalalala. Doch jetzt haben wir die Heilung für Earth. Ahampharos. Yeah, yeah, yeah. So, und da wollen wir dann ganz schnell hochflitzen. Leider kann man im Spiel nicht rennen. Das ging erst ab Gen 3. Und wir spielen Gen 2. Deshalb latschen wir ein bisschen langsam durch den Turm. Aber okay, wir wollen ja niemanden hetzen. No, 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 no. Das ist schon okay. Wir haben nämlich alle Zeit. Am I right? So, einfach noch links. Runterdroppen, glaube ich. Ja, genau. Hier ist richtig. Hier ist richtig. Gut. Hatte ich noch in Erinnerung. Nach ein paar Folgen. Na egal. Hallo, Jasmin, meine Süße. Wird diese Arznei Amphi helfen? Ja. Mike übergibt Jasmin den Geheimtrank. Sei bitte nicht beleidigt. Amphi nimmt die Arznei nur von mir. Amphi, wie geht es dir? Hallo, hallo, hallo!
der erleuchtet wieder der Turm. Oh, ich bin erleichtert. Das ist einfach wundervoll. Ich danke dir vielmals. Ich kehre in die Arena zurück. Yay! Hallo, Balulu! Hallo, Balulu! Da, es flasht uns einfach mal kurz an. Nicht das flashen. Warte, warum ist sie nach oben gegangen? Sie hätten nach rechts gehen müssen. Da hier kann man einfach... Ich weiß nicht, ob ich es gezeigt habe, aber hier kann man einfach runter droppen. Dafür sind die ganzen Leerstellen da. Falls ich noch nicht gesagt habe. Im Remake gibt es übrigens einen Aufzug, statt diese Leerstellen. Aber okay. Haben sie wohl nicht dran gedacht, dass man das auch machen könnte? Haben sie es auch programmiert schon hier, aber... So. So, und sie ist jetzt in der Arena. Heißt, wir können sie heute noch besiegen. Und das machen wir jetzt. Ich meine, das soll ich jetzt auch noch anders tun. Oh, erinnert daran, Jasmin, ein stahlhartes Mädchen und ein sehr süßes Mädchen. Vielleicht sogar die beste Arenaleiterin in den meisten Gens. Einfach so vom Aussehen her. Und Persönlichkeit. Ich mag sie sehr. Jasmin setzt den neu entdeckten Typ Stahl ein. Ich weiß nicht viel darüber. Dankeschön. Ich sag's euch. Feuerstarter. Dann seid ihr gut dabei. Am besten Feuer-Pokémon dabei haben. Ansonsten. Ja. Einfach versuchen mit Status-Effekten was zu erreichen. Obwohl, hatte Stahl-Pokémon. Ich vergesse immer, ob Stahl-Pokémon Status-Effekte bekommen können oder nicht. Ich vergesse es immer. Findet selbst heraus. Ich empfehle euch einfach ein Wasser. Ein Feuer-Pokémon, nicht Wasser. Ein Feuer-Pokémon. Das ist nämlich sehr effektiv. Und hoffentlich können wir dann Flamesack wieder als unser stärkstes Pokémon angleichen können. Tun. Ja. Geiles. Deutsch. Aber egal, wir kämpfen jetzt gegen das stahlharte Jasmin-Mädchen. Danke für deine Hilfe beim Leuchtturm, das gerade erst 2 Minuten her ist. Erlaube mir, mich vorzustellen zu dürfen. Ich bin Jasmin, eine Arena-Leiterin. Ich setze Stahl-Pokémon ein. Hast du von diesem Typ schon gehört? Er wurde erst vor kurzer Zeit entdeckt. Darf ich beginnen? Gewinn nicht, aber beginnen darfst du gerne. Du darfst gerne den ersten Schritt machen. Ist sie nicht hübsch. So, und da kommt ein Magnetilo, welches in der ersten Gen nur Elektro war, aber ab dieser Gen schon Stahl-Elektro, heißt, Glut ist effektiv! Psch, das hat man in diesem Geräusch. Psch, das ist schön am Leiden ist! Oh, aber ich jetzt auch, verdammt. Aber damit muss man rechnen. Sie fängt, glaube ich, mit 2 Magnetilos an und dann hat sie noch ein großes, ja, ich sag mal, besseres Onix. Dazu kommen wir gleich. Wenn ich angreifen darf, Donnerblitz, oh oh. Weil sollte ich den Magnetilos sowas von nicht unterschätzen? Ihr seht, was sie drauf haben. Okay, ich dachte gerade, ich bringe mich jetzt selbst. Ja, ist gut. Das erste ist down. Aber ich glaube, es kommt noch eins. Deshalb nicht zu früh freuen. Oh, jetzt kommt's schon. Ja, das ist ihr stärkstes Pokémon. Weiterentwickelt von Onix, wenn man es mit einem Stahlmantel tauscht. Stalos. Stalos, ich bin hier unten. Nicht da drüben. Nein, ist auch okay. Ich hab leider nichts, oder? Supertrank wird nicht reichen, kann das sein? Ich versuch's mal. Man sollte es sowas nicht unterschätzen. Jasmin ist sehr stark. Wenn man die richtigen Pokémon hat, ist alles Paletti. Aber ich merke gerade, ich muss raus switchen. Ich weiß, was ich mache. Ich bring mich um. Ja. Jetzt bin ich schneller wegen Para. Stimmt. So, dann belebe ich mich wieder. Jetzt müssen die Para weg sein. Heile ich mich kurz, switch ich rüber. Heißt, dass ich einfach, ja gut, Paras wird sofort sterben. So. Und dann... Wir leben einfach oben, ne? Yep. Und dann auf Flamesack. Dann sollte er keine Paralyse mehr haben. Genau. Alles klar. Dann geh halt daneben. Perfekt, meine ich. Kannst du gern machen. Warte, will ich Drang einsetzen? Das macht mit 20. Wir verschwenden super Drang, damit ich früh bin. Und dann sterbe ich. Und dann switche ich rüber zu Flamesack. Und dann gibt's aufs Mull. Das ist mein Plan.
Bye bye, Paras. Okay. Flamesack! So, Glut. Ich merke das jetzt, es ist Level 35, ich bin Level 29 höchstens. Ah, meine Ohren! Du kleiner Wicht. Oder großer Wicht. Du großer Wicht! Kannst aber nichts. Ha! Take that! Oh, oh. We're taken, we're dead. War das sehr aktiv. Warum kann Onyx noch Steinattacken? Charlos. Onyx kann Steinattacken. Ja, stimmt, Mike. Aber Charlos? Was ist das vielleicht noch von wegen Onyx? Ach, kacke. Ja, das ist gerade nicht so eine gute Position, wo wir gerade stecken, muss ich es zugeben. Aber. Amphi. Was sonst nochmal mit Amphi? Was macht mehr Sinn? Versuchen wir Donnerschock. Warum muss das jetzt nicht treffen? Hm? Ist das allgemein nicht? Kinderkopfnuss? Nein! Was? Sie hatten jetzt schon Tränke? Nein! Daran habe ich nicht gedacht. Daran habe ich wirklich nie gedacht. Ich gebe es zu, ich habe danach nicht gedacht. Ich dachte, die haben zu dem Zeitpunkt noch keine Tränke. Okay, okay, Plan B, Plan B. Wir gehen all in auf Flamesack. Nichts bringt mehr. Alle sterben, damit Flamesack das packen kann. Oh, danke. Dann heile ich mit dieser Runde nochmal. Oder warte! Warte, warte, warte! Donnerwelle! Ha! Okay, beide! Das gibt's nicht! Das gibt's nicht! Wie kann man so viel Pech haben? Ich hätte heilen sollen. Ich wollte all in gehen. Nee! Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Was mache ich jetzt? Rauchwolke. Ich gehe jetzt ein bisschen taktischer rein. Jasmin ist nicht einfach. Habe ich auch nie behauptet. So, ich spamme jetzt ein bisschen Rauchwolke, damit das Ding mich kaum noch mehr trifft. Und dann will ich es mit Glut spammen. Oh, yes, 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 yes. Dann wäre ich sonst instant down gewesen jetzt. Okay, Rauchwolke einmal noch. Und dann heile ich mich und dann greife ich an. Das ist mein Plan. Ich spule vor, weil das ist mir zu spannend. Okay. Nein, ich fliehe, hallo? verdammt, wo ist mein, da, super 3. Ach, ich brauche noch 3. Shit. Gut. Wie viel damit mache ich? Ich bin nur Level 29, der Level 35. Ist 6 Level über mir. Ich wusste nicht, dass er. Ich dachte, er wäre nur Level 30. Scheiße, überlebst. Bitte, bitte, Flamesack. Come on, Bro, Bro. Danke, danke, danke. Ehrenmann, Xli. Sorry. Warum, was habe ich denn getan, um das zu verdienen? Hör auf! Keine Tränke mehr, ne? Ich hab keine Tränke mehr. Aber noch einen Trank hat sie nicht. 100 Pro. Hat sie nicht noch einen Trank. Okay. Vergiftung bringt, glaube ich, nichts. Aber Superschall bringt was. Wenn es trifft. Wenn es treffen würde! Danke. Blutzug ist Verlass. Auf Blutzug ist immer Verlass. Nur halt Verteidigung ist scheiße, aber auf Blutzug ist immer Verlass. Das greift sich selbst an. Konfusion, wie viel macht das? Eins. Es war locker so zwischen 0 und 1. Okay. Ja, ich habe halt nichts mehr zum Heilen. Ich habe noch ein paar Tafelwässer, die gerne benutzen. Okay. Flamesack heilen. Ganz wichtig. Greif dich bitte selbst an, bitte. Nice. Blutzucker macht bestimmt auch nichts, oder wegen Käfer. Käfer macht gar nichts, glaube ich. Ja, okay. Ich wollte es nur ausprobieren. Ich war mir jetzt nicht sicher. Was? Die nicht mehr verwirrt! Ey, sei verwirrt! Guter Junge. Das ist nur eine erste Nummer. Die ganze Folge besteht aus diesem Kampf. Aber das ist okay. Das habe ich reingeplant. Mit in meinem Plan, mit Rennleiter-Kämpfen. Wenn ein wichtiger Kampf eine Folge lang dauert, ist das für mich okay. Solange er nicht 2 Folgen lang dauert. Ich versuche mal mit Giftpuder, aber ich glaube nicht, es hat keine Wirkung mehr. Das bringt nichts. Okay, switchen wir mal raus zu Melly. Ich möchte mal, dass Melly ein bisschen was versucht.
Ich habe einen Biss und es ist eine Unlichtattacke. Das heißt, es ist nicht. Ah, doch. Hä? Ausgewichen. Gut. Heuler kann ich ja zumindest mal machen. Angriff sinkt. Das ist doch schon mal ein Anfang. Okay. Darf ich selbst an? Wie viel macht Kratzer? Nicht viel, ne? Ja, Melly ist noch underleveled. Das ist zu viel underleveled, merke ich gerade. Nicht mehr verwirrt. Okay, dann switchen wir schnell raus. Flamesack. Und noch was passiert. Oder sowas passiert. Du Arschloch. Glut! Verbrennen! Burn! Oh, ich dachte, er überlebt mit einem KP. Er hat's gepackt, Flamesack. Ich küsse dein Feuer, deine Feuerhaare. Wie heißt das? Was mit Hawk oder sowas, ne? Keine Ahnung, wie die Haare heißen. Ist auch unwichtig. Kill das Magnetilo schnell. Oder lass dich einfach down gehen. Auch okay. So, machen wir einfach. Hallo. Bitte jetzt nicht verkacken. Ich bin ein bisschen voreilig, ich weiß. Aber es ist mir gerade alles egal. Glut, down. Wir haben gewonnen. Das ist das Wichtigste. Wir haben gewonnen. Jasmin, du hast einiges drauf. Ich bin stolz auf dich. Aber ich bin halt einfach besser. Denn ich bin der Beste, wie keiner jemals vor mir war. Du bist ein besserer Trainer als ich. Das betrifft sowohl Geschick als auch Fallengefühl. In Übereinstimmung mit den Regeln der Liga überreiche ich dir diesen Orden. Yeah. Damit haben wir innerhalb zwei Folgen zwei Reden geschafft. Wir haben jetzt 6 Orden. Nice. Es gibt 8. Easy, würde ich sagen. Der Stahlorden erhöht die Verteilung deiner Pokémon. Bitte nimm auch das. Mit dieser TM kannst du deinen Pokémon Eisenschweif lernen. Okay, weiß nicht, ob wir das brauchen, aber... Yeah! Wir sind hier mit durch mit der linken Seite der Area. Wenn man sich jetzt nochmal... Ach, wir können ja gar nicht fliegen. Gut, dass wir ein Fahrrad haben. Ja. Wir fahren jetzt nämlich nach Tick City zurück. Doch, bevor wir das machen, machen wir einen Abstecher zu unserem kranken Pokémon. Ich glaube, ich habe versprochen, dass wir es irgendwann heilen werden. Und jetzt geht's weiter mit der Heilung. Hier eine Beere. Weiß nicht, wie viel ich habe. Viel gesünder geworden. Guck mal, sein Smile ist besser. Sein Ruf ist schwach. Ich habe keine Bären mehr. Das waren die einzige Beere. Verdammt. Aber er ist viel gesünder, Leute. Er ist nicht gesund, aber er ist viel gesünder als vorher. Warte, hier kriegen wir noch eine Beere, oder? Nein, Minzbeere. Was will ich denn mit so einem Müll? Okay, schade. Ich guck mal die andere Beeren ab, weil hier gibt es ja nochmal eine Beere. Ne? Hier. Ja, genau. Leute, da radel ich kurz hin. So viel Zeit nehme ich mir jetzt noch. Ich habe eh nichts mehr vor in der Folge. Aber dazu komme ich gleich noch. Da ist eine Beere! Ich will zurück. Ihm das jetzt geben. Oder ihr. Ihr. Mittag ist immer weiblich, merke ich gerade. Bisschen, ja, not smart heute. Aber alles okay. Wir haben den Kampf gewonnen. Wir haben nicht epic gefailt. Bisher noch gar nicht richtig gefailt, würde ich sagen. Nirgendwo Game Over gegangen. Lass auch so bleiben. So, und ihr kriegst noch eine Beere. Bitteschön. Geht's dir besser? Ja, aber steht nichts mehr. Alles klar. Armes Mülltank. Alles klar. Gut, dann, gut, also man kann sich bestimmt merken, wo die überall Beeren, wo die Beerenbäume überall sind, aber weiß nicht, ob ich dazu die Lust habe. Ups, hier geht's lang. Okay, wie geht's jetzt weiter? Wenn wir uns jetzt die Karte anschauen. Die ist unter Key-Items, Basis-Items, genau. Oben? Hm? Ach so, nein. Falsches Spiel. Pokécom. Ich bin dumm. Wenn man sich die Karte anschaut, wir waren links überall fertig jetzt. Und jetzt geht's rechts weiter. Mit... Kann man das sich anschauen? Da. Mit dem Kesselberg. Aber nicht in der nächsten Folge. Leute, in der nächsten Folge. Ich habe euch ja gesagt, immer mache ich die Ruinen. Und die werden wir in der nächsten Folge machen. Ja.
So sieht's aus. Wir werden in der nächsten Folge die Alfruinen machen. Ich hab's euch ja gesagt, dass ich sie irgendwann machen werde. Oh, hier gibt's vielleicht eine Beere. Ne, sind Aprikokos. Dann ist es egal. Aber ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Ich rate jetzt nur schnell dorthin. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder bei Pokémon Silber. Bye, bye.